Eines Tages erlaubte sich Herr Schlappohr, frech über die Hecke zu gucken, um Bauer Berns Feld zu beobachten, das voll war mit frischem, grünem Salat. Herr Schlappohr jedoch war nicht voll mit Salat. Das schien ihm nicht fair zu sein. Kein bisschen fair. So weit, so gut. Mit diesen Worten beginnen Herrn Schlappohrs Abenteuer. Doch das ist nicht, worum es hier geht. Das, was ihr gerade seht, nennt man eine Rahmenhandlung. Eine Geschichte, die sich um die Hauptgeschichte wickelt, wie eine wärmende Decke um ein Baby. Liegen bleiben? Gut. Jetzt kommen wir mal zu eurer Geschichte. Und hier geht es nicht um putzige Häschen in Anzügen, überhaupt nicht. Tatsächlich geht es in eurer Geschichte hier um... Ratten! Ihr habt Ratten! Ratten! Rosa Nasen voller Tücke passen durch die kleinste Lücke. Stehlen, fressen, kratzen, pieken, klettern, springen, schmatzen, quieken. Wollen sich Süßigkeiten holen, lecken Krümel von den Sohlen, untergraben euer Land und gleich drauf sind sie weggerannt. Hey, die Katze kann sprechen. Ratten! Ihr habt Ratten! 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 Ob Küche, Dachstuhl oder Keller, sie pinkeln frech auf jeden Teller. Da hilft kein Gift und keine Falle. Erwischen könnt ihr niemals alle. Sie springen flink von Dach zu Giebel. Kein Vieh ist annähernd so, so flexibel? Ratten! Ja, sie sind hier! Ihr habt Ratten! Ratten! Das sind aber gar nicht so viele. Für eine Rattenplage braucht man auch nicht viele, wenn sie ihr Geschäft verstehen. Eine Ratte, die sich in der Sahne badet und danach ins Mehl pullert, ist doch schon Rattenplage genug. Eine Plage! Wir sind verloren. Willst du Geld dafür, dass du sie uns vom Hals schaffst? Ich? Eine einzige Katze? Gegen die alle? Ich hab schon was drauf, das ist richtig, aber nein, 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 das ist zu viel für eine Katze. Aber was dann? Was? Ihr braucht den Rattenfänger. Das ist gar kein Rattenfänger. Jedenfalls nicht der Richtige. Euer Retter ist eingetroffen. Und nun bezahlt. Es funktioniert! Ja!
Bravo! Hey, wo ist denn die sprechende Katze hin? Wer hatte die tolle Idee mit der Klippe, dem Schwimmen und dem Wasser in meiner Nase? Entschuldige! Entschuldige! Das war ich! Ich hatte plötzlich diese Idee und dann habe ich's probiert. Das war lustig. Können wir gern wiederholen. So hatte die Geschichte auch den richtigen dramatischen Hauch. Hey, findet hier noch jemand, dass Keith eine kleine Abkühlung braucht? Wer dafür ist? Ja! Ist doch alles gut gelaufen. Sagt der Kater, der nicht nass geworden ist. Aber seht doch, Geld, Moneten. Dieses Geräusch verheißt Probleme. Morris. Pfirsiche, wie oft denn noch? Es heißt Maurice. Maurice. Also gut, schön raus damit. Also, Morris, Gefährliche Bohnen denkt, wir sollten nicht von Betrug leben. Oh, und das ist, was Gefährliche Bohnen denkt? Weißt du, manche denken, dass hier viel zu viel gedacht wird. Und ich denke, ich stimme zu. Pfirsiche hat recht. Zu unserer neu entdeckten Intelligenz gehört auch ein Gewissen. Wir müssen uns fragen, ist es richtig, die Menschen zu betrügen? Aber um Betrug geht es bei den Menschen doch andauernd. Sie stehen so darauf, sich zu betrügen, dass sie Regierungen wählen, die das für sie übernehmen. Aber fühlt es sich richtig an? Gefährliche Bohnen will wohl hinterfragen, ob wir wirklich damit weitermachen müssen. Weitermachen müssen? Aber keinesfalls. Eigentlich habe ich hier nichts zu suchen. Ich bin eine Katze, oder? Ich könnte noch ganz andere Sachen machen, weil Menschen Katzen lieben. Stattdessen habe ich beschlossen, einen Haufen undankbarer Nagetiere zu unterstützen, die auf der Beliebtheitsliste der Menschen nicht gerade ganz oben stehen. Stimmt's? Aber, wie ihr euch vielleicht erinnert, seid ihr ja auf der Suche nach der Insel der Glückseligkeit. Bringt herbei das heilige Buch. Hey, Keith, das heilige Buch. Oh, ja, hier, bitte sehr. Vorsichtig. Dorthin wollen wir gehen. Ein ideales Land, wo Tiere sprechen können und mit den Menschen Seite an Seite leben, in Frieden. Seht doch, Tiere, die Kleider tragen. Ein Kaninchen, das auf den Hinterbeinen läuft und einen blauen Anzug anhat. Und es gibt eine Ratte namens Rupert. Und ein Wiesel, das Willi genannt wird. Und Olli, die Schlange, ist ein kleiner Schlingel. Aber es gibt dort nichts, worüber man sich ernsthaft Sorgen machen muss. Es ist ein Paradies. Im Land von Herrn Schlappohr gibt es kein Gift. Und auch keine Fallen. Keines der Tiere dort würde ein anderes fressen. Es ist das Paradies. Wir müssen diese Insel finden. Genau so ist es. Du warst schon dort, oder, Maurice? Ich? Der erstaunliche Maurice? Nein, nicht persönlich. Nein, aber ich kenne viele Katzen, die da waren. Wir wissen von der Insel. Eine wunderschöne und weit entfernte Insel. Und um dorthin zu kommen, brauchen wir was? Boote. Oder? Und für Boote brauchen wir was? Geld. Oder? Darum müssen wir weiter Geld verdienen. Ist das klar? Schön. Das wäre geklärt. Keith, komm schon. Oh. Die nächsten Kunden warten. Okay, ich komme. Da. Vielleicht ein letztes Mal. Ja! Aber eigentlich hatte Morris gelogen. Das ist das Schöne an einer Rahmenhandlung. Ihr kriegt ein paar äußerst erhellende Hintergrundinformationen. Und so erzähle ich euch, dass Morris nie mit anderen Katzen gesprochen hat, weil sie ihm gar nicht antworten konnten. Morris war so außergewöhnlich wie die Ratten.
Ihm ging es ums Geld, also hat er die Ratten angelogen, um mehr davon zu kriegen. Die Wahrheit war schlicht und ergreifend, dass er vorhatte, sich ein luxuriöses Polster als Altersvorsorge zuzulegen. Damit wisst ihr, wieso Herr Schlappohr für die Geschichte des erstaunlichen Morris wichtig ist. Denn die Ratten halten sie für wahr. Sie hoffen darauf, ein Land zu finden, in dem alle Tiere sprechen und glücklich leben bis an ihr Ende. Bauer Bernd öffnete seine Tür und sah, dass all die Tiere von Pelzig Tief auf ihn warteten. Wir können Herrn Schlappohr nirgendwo finden, sagten sie. Das mag vielleicht unheimlich klingen, aber so ist das. Mit Vorahnungen. Und damit verspreche ich euch, dass ihr, wenn ihr der Geschichte weiter folgt, erleben werdet, wie die Dinge hässlich werden. Wirklich hässlich. Ihr seid die besten Rattenfänger in der ganzen Gegend und ihr habt großartige Arbeit geleistet. Oh ja, nirgendwo in der Stadt gibt es noch Ratten. Danke, Herr Bürgermeister. Die wir sehen können. Das heißt? Nun also, in der ganzen Stadt neigt das Essen weiterhin dazu, zu verschwinden. Plötzlich ist es weg. Puff. Wir stecken mitten in einer Hungersnot. Was wollen Sie damit sagen? Will sagen, was meinen Sie damit? Tja, was ich versuche zu sagen oder anzudeuten nachdrücklich ist, ich sehe da einen Zusammenhang. Zusammenhang? Die Ratten, das Essen, das ist doch eigenartig, oder nicht? Apropos eigenartig, dieser neue Kerl in der Stadt, euer Arbeitgeber, wie hieß er noch gleich? Der Boss. Der Boss, ja. Er ist ja unter dem Mantel, dem Schal und diesem Hut nicht wirklich gut zu erkennen, der Mann, den ihr euren Boss nennt. Eigenartig, sagen Sie. So eigenartig auch nicht. Ist Ihnen schon der Gedanke gekommen, dass dieses Phänomen hier mit dem verschwindenden Essen einfach ein Rätsel ist? Ein Rätsel? Oh ja, ich verstehe. Und da die Ratten verschwunden sind, denn man findet ja keine mehr, besteht hier doch wohl offensichtlich kein Zusammenhang. Kein Zusammenhang. Immer schön mit Ihnen Geschäfte zu machen, Herr Bürgermeister. Mama. Was ist denn, mein Schatz? Ich hab so Hunger. Wollen wir ein paar Blätter vom Boden aufheben und uns Blätterbrote machen? Ohne Brot, nur mit Blättern. Und die Marmelade dazu denken wir uns. Duckt euch! Mucksmäuschen still! Denkt dran, das ist eine neue Stadt. Da gibt es neue Fallen und Gifte. Wenn du gestattest, wieso tragen wir Kleider? Das ist doch völlig sinnlos. Solange man nicht auf der Bühne steht. Gefährliche Bohnen hält das für zivilisiert. Zumindest Gürtel sind eine prima Sache. Da hat man immer alles gleich zur Hand. Weiter geht's. Alles klar. Hier halten wir an. Kolonne 3 in Salzlake. Verfallsdatum, Sardinen und köstlich. Ihr übernehmt den Pinkeldienst. An die Arbeit. Wenn ich nicht innerhalb von 10 Minuten Damen kreischend aus ihrer Küche rennen sehe, dann seid ihr nicht die Ratten, für die ich euch halte. Kolonne 2, gut gespart. Mindesthaltbarkeitsdatum, Sonderangebot und Zutritt verboten. Macht die Fallen unschädlich. Seid vorsichtig. Keine Hetze. Kein Gerenne. Wir wollen nicht wie die erste Maus sein, oder? Nein! Genau! Denn wie welche Maus wollen wir sein? Die zweite Maus! Und wieso? Weil die zweite Maus den Käse kriegt! Hast du eine Frage? Was kriegt eigentlich die erste Maus? Oh.
die Falle, klar? Und dann kommt die Knochenratte und holt sie. Die Knochenratte? Na dann, los, los, los! Keith und Maurice sind bald auf ihrer Position. Weißt du, was mir Sorgen macht, gefährliche Bohnen? Was macht dir denn Sorgen, Sonnenbraun? Dass hier keine einheimischen Ratten sind. Normale Ratten, weißt du. Rattentunnel, ja. Rattendreck im Überfluss. Aber wo sind all die Ratten dazu? Eine solche Stadt sollte voll davon sein. Hier riecht's komisch, oder? Ja, es riecht... Es riecht nach... Nach einem Rätsel. Noch ziemlich ruhig hier. Scheint, als hätten die Jungs noch nicht mit der Rattenshow angefangen. $0.50 für jede tote Ratte. Hast du die gesehen? 50 Cent? Ha, das muss eine reiche Stadt sein. Das ist gut. Sogar sehr gut. Das heißt mehr Geld für mich. Für uns. Für uns natürlich. Ja, eine Stadt mit hervorragenden Möglichkeiten. Aber fällt dir was auf? Nirgendwo was zu essen. Das ist seltsam für so eine Stadt. Ja, vor allem, wenn man Hunger hat. Womit ich sagen will, ich habe einen Riesenhunger. Oh, sieh doch, der hat geöffnet. Guten Tag, Sir. Wir hätten gern was zu essen? Ja, sicher. Alles da. Genau unter deiner Nase. Oh, na dann, wie viel kostet denn... Zu spät. Ja. Alles weg. Ja, aber wir sind Und sehr... Und jetzt machen wir zu. Entschuldigung. Ja. Schönen Tag noch. Maurice, was denkst du... Maurice? Maurice! Hier findet man alles, was man in einer Küche erwarten würde. Außer etwas zu essen. Maurice, bitte, lass uns gehen, bevor uns jemand... Kraul mich am Kopf! Ein Mädchen beobachtet uns! Was? Wer sagt, die Erzählerin darf nicht in der Geschichte auftauchen, die sie erzählt? Hat dieser Kater gerade gesprochen? Katzen können nicht sprechen, das weiß doch jeder. Ah, verstehe. Du hast den Kater hergebracht, weil du von der Hungersnot weißt und du willst ihn verkaufen. Aus dem holt man locker 2 gute Mahlzeiten raus. Was? Hier werden Katzen gegessen? Ha, erwischt. Jo, sie hat dich erwischt. Fein, wir haben etwas Milch, die wohl noch gut ist, und ein paar Fischköpfe. Was wird genügen müssen? Genügen? Das wäre ideal. Aber vielleicht sollten wir euch besser nichts wegessen, wenn ihr selbst so wenig... Nein, nein, nein. Mein Vater, der hier übrigens Bürgermeister ist, sagt immer, wir sollen gastfreundlich sein. Also, sag mir, wie du heißt. Keith? Oh, das geht gar nicht. Nichts Geheimnisvolles. Einfach nur Keith. Bist du sicher, dass du so heißt? Keine Ahnung. Ich bin ein Waisenkind. Ah, oh ja. Schon viel besser. Geheimnisvolle Vergangenheit. Du wurdest nach der Geburt entführt, nehme ich an. Und bist vermutlich der rechtmäßige König eines fernen Landes. Und sie haben dich durch einen Doppelgänger ersetzt. In diesem Fall besitzt du ein Zauberschwert, dem man den Zauber nicht ansieht. Bis die Zeit reif ist und sich dein Schicksal erfüllt. Wurdest du auf einer Türschwelle gefunden? Eher auf einem Heuwagen. Ist genauso gut. Hey, normalerweise fragt man doch zurück, wenn einen jemand nach dem Namen fragt. Ich bin Malizia Grimm, übrigens. Ah, hallo, Nein. Malizia. Sardinen! Schön, dich weg. Kennenzulernen. Oh, eine Ratte! Sardine, nein, hör mit dem Stepptanzen auf. Tut mir leid, aber das ist der Rhythmus, wo ich einfach mit muss. Alles klar. Ich glaube, hier geschieht gerade das hier. Diese Ratte ist sicher eine verzauberte Ratte. Und ich wette, sie ist nicht die einzige. Irgendein Zauber muss hier wohl widerfahren sein. Und jetzt ist sie intelligent, bis auf das Stepptanzen.
Und der Kater ist mit euch befreundet. Doch wenn Ratten und Katzen miteinander befreundet sind, dann muss es ja einen guten Grund dafür geben. Nein, nicht sagen. Du wirkst nicht, als müsste man dir jemals was sagen. Es hat was mit diesen Rattenplagen zu tun, oder? Wir haben von diesen Städten gehört. Ihr habt euch mit Keith verbündet. Und ihr zieht von Stadt zu Stadt und spielt allen eine Rattenplage vor, während Keith einen auf Rattenfänger macht. Die Nager folgen ihm raus aus der Stadt und auf die Art macht ihr haufenweise Kohle, richtig? Es ist alles ein großer Schwindel. Tja, scheint, als wären wir aufgeflogen, Boss. Du wirst uns nicht verpetzen, oder? Eine sprechende Katze und eine sprechende, stepptanzende Ratte. Sie werden glauben, dass ich mir wieder Geschichten ausdenke und mich zur Strafe aus meinem Zimmer aussperren. Sie sperren dich aus? Dass ich nicht an meine Bücher kann. Es wirkt vielleicht nicht so, aber ich lese viel. Mein Vater sagt, zu viel. Nun stellt sich die Frage, wie habt ihr gelernt zu sprechen? In einer echten Geschichte käme hier ein Rückblick. Ein Rückblick? Was soll das sein? Die Einführung zur Hintergrundgeschichte. Fang an, erzähl mir, was passiert ist. Ich schätze, dass sie ein Nein nicht akzeptieren wird. Tja, wie war das? Nun, so ganz genau weiß das niemand, aber Ratten fressen Abfall. So sind wir nun mal. Zumindest waren wir so, als wir noch normale Ratten waren. Quiekend und wuselnd. Wir haben gefressen, was immer wir finden konnten. Kerzenstummel zum Beispiel. Ach, wir lieben Kerzenstummel. Oder ein morscher Besenstiel, wo man mit Schmackes seine Zähne reinschlagen kann. Und Pülverchen und Flüssigkeiten. Wir haben das grüne Blubberzeug vom Kesselboden geleckt und uns durch zerfledderte Zauberbücher genagt. Klingt nicht gerade nach einer gewöhnlichen Müllkippe. Das war uns auch irgendwann klar. Die Müllkippe gehörte zur unsichtbaren Universität von Ankh-Morpork. Ein Ort, an dem Zauberei und Magie gelehrt wird. Lauter vermischte magische Reste von Männern mit spitzen Hüten. Das ist großartig. Wir wurden schlau und haben lesen gelernt und uns Namen gegeben nach Dingen, die wir dort gefunden haben. Sardinen. Pfirsiche. In Salzlake. Und der Kater hier? Katzen fressen doch niemals Abfall. Unter gar keinen Umständen. Er war nie auf der Müllkippe, wurde aber ungefähr zur gleichen Zeit intelligent. Und als intelligente Katze schwöre ich, und zwar nicht ohne Stolz, dass ich nichts esse, was sprechen kann. Fein, alles klar. Damit haben wir eine Aufgabe. Wir lösen das Rätsel unserer Stadt. Hä? Was für ein Rätsel? Das verschwundene Essen, die fehlenden Ratten. Was habt ihr in dieser Geschichte zu suchen, wenn ihr nicht das Rätsel lösen sollt? Das heißt, wir schleichen uns zur Rattenfängergilde und erkunden, was sie vorhaben. Sieht aus, als könne man ihr schwer etwas abschlagen. Ist eine Gabe. Ich hol nur meine Abenteuertasche. Fertig? Los geht's. Ich glaube, ich bin verliebt. Sir? Sie wollten uns sprechen? Sir? Es gibt neue Ratten in der Stadt. Sind Sie sicher, Sir? Die Fallen sind leer und wir... Ich kann es fühlen. Fangt sie und bringt sie her zu mir. Ja, Sir, sofort, Sir. Ihr wisst ja, Ratten sind mein Ein und Alles. Sicherheitshinweis. Ist keine tote Ratte, die gerade was gefressen hat, das davor was gefressen hat, das sie umgebracht hat. Gefährliche Bohnen meint, wir sollten Ratten überhaupt nicht fressen. Richtig, völlig richtig. Außer man hat Hunger. Aber Ratten haben immer Hunger. Bin ganz deiner Meinung. Seltsam. Erinnert mich an den kleinen Schnapper von Brattle und Johnson. Aber der ist nicht so rund wie dieser hier. Na, und ohne einen extra Sicherheitsriegel. Das ist ein Fall für Mr. Clicky. Oh. Das ist eine gute Idee. Hey, viel Glück, Kumpel! Dein Auftritt, Mr. Clicky. Los, Mr. Clicky, du kriegst das hin. Nicht so müde, Soldat! Wo
Worauf wartest du noch? Die Pflicht ruft! Hey! Wohin deswegen? Jetzt komm schon! Du bist doch nur aus Blech! Das kann dir nicht wehtun! Oh, Sonnenbrauch! Was? Was ist das? Das ist genial. Habe ich noch nie gesehen. Das ist ein Käfig. Ein Käfig? Ein Käfig? Was ist ein Käfig? Damit fängt man Ratten lebend. Wer will Ratten gefangen halten? Und weil Olli die Schlange mit dem Wegweiser getrickst hatte, wusste Herr Schlappohr nicht, dass er den falschen Weg nahm. Da lang ging es nicht zu Willi Wiesel zum Tee trinken, sondern schnurstracks in den dunklen Wald. Sie scheint offenbar zu denken, dass es völlig sinnlos ist, unauffällig zu sein. Es sei denn, alle können sehen, wie unauffällig man ist. Das Problem ist, deine kleine Freundin glaubt, das Leben funktioniert wie ein Märchen. Das ist aber nicht schlimm, oder? Möglich. Aber wenn im Märchen jemand verletzt wird, dann sind es nur Worte. Zum Glück bin ich auf jede Eventualität vorbereitet. Der Enterhaken und die Strickleiter nehmen viel Platz weg. Und dann noch der Erste-Hilfe-Kasten und die Teekanne, der Ersatzkessel und das Etui mit dem Messer und der Signalspiegel und die hier. Haarnadel? Man steckt sie einfach ins Schlüsselloch und rockelt. Malizia, sowas klappt vielleicht in Geschichten, aber... Ganz genau. Du meine Güte. Jetzt sind wir wieder in deiner Geschichte, ja? Und was ist meine Rolle darin? Bin mir nicht sicher, du bist nicht hübsch genug für den romantischen Helden und nicht lustig genug für den Witzbold. Vielleicht bist du nur der einfühlsame Freund mit dem offenen Ohr, der mir helfen soll, meine moralischen Dilemmas zu lösen. Woher weißt du, wie man Schlösser knackt? Weil man mich immer zur Strafe aus meinem Zimmer ausgesperrt hat. Ich habe Diebe bei der Arbeit gesehen, die man mit Katzen verglich. Wohl, weil sie fast so clever wie Katzen waren. Sie hatten komplizierte kleine Werkzeuge, die sie mit Sorgfalt und Präzision einsetzten. Da gab's kein Gefummel und... Hereinspaziert. Das war nur Glück. Oh nein. Wer erwartet denn sowas? Naja, das ist ein dreckiger, vollgemüllter Raum. Womit hast du denn gerechnet? Es hätte etwas Schreckliches sein können, aber trotzdem interessant. Eine gruselige Spur, die der Handlung auf die Sprünge hilft. Die Welt hat keine Handlung. Dinge passieren einfach nacheinander. Oh, es gibt immer eine Handlung. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Jetzt weiß ich es. Eine Geheimtür, das ist doch klar. Wir suchen nun alle nach einer Geheimtür. Woran erkennt man eine Geheimtür? Daran, dass sie nicht wie eine aussieht. Oh, in dem Fall würde ich sagen, sehe ich haufenweise Geheimtüren. Ich weiß nicht, wie man etwas finden soll, das nicht so aussieht wie das, nach dem man suchen soll. Ich weiß, das ist ein gewagter Gedanke, aber was, wenn hier überhaupt keine Geheimtür ist? Hier muss eine sein, aber die sind schwer zu finden und dann gibt man auf. Doch sobald man aufgegeben hat und sich einfach gegen diese Wand lehnt, betätigt man völlig unbeabsichtigt den Geheimschalter. Ich lege nun meinen Arm ganz unschuldig auf diesen Kleiderhaken. Seht nur, eine Tür in der Wand, mit der niemand gerechnet hat. Erscheint leider nicht. Weil offensichtlich gewisse Schurken keine Ahnung haben, wie man eine ordentliche Geheimtür platziert. Keith, sieh doch. Hey, was macht ein Rattenloch in einem Rattenfängerhaus? Wäre ich eine Ratte, würde ich mich hier nicht reintrauen. Ja, so läuft es häufig in Geschichten. Ganz oft ist es der Dumme, der plötzlich die richtige Idee hat. Rein zufällig. Da drin ist sowas wie ein kleiner Hebel. Ich
Werd mal dran. Ziehen. Ja. Eine Falltür. Gut versteckt. Die konnten wir ja nicht sehen. Keith, bist du verletzt? Nein, nicht. Besonders. Das ist sowas wie ein Keller. Mir geht's aber gut, weil ich nur auf den Kopf gefallen bin. Da ist eine Leiter. Wieso hast du die nicht benutzt? Ich konnte diese Leiter nicht benutzen, weil ich leider daran vorbeigefallen bin. Wo ist mein Hut? Das fasse ich ja jetzt nicht. Hä? Essen! Räucherschinken! Ist das lecker! Wow! Hier rüber! Ich habe die Backwarenabteilung gefunden. Also, sie stehlen tatsächlich Essen. Hauptsächlich nachts. Allerdings wissen wir noch nicht, wieso. Das sind die besten Geheimnisse. Je mehr man sie lüftet, umso geheimnisvoller werden sie. Komm her, sag was. Sprich ein paar Worte. Vielleicht ein Gedicht, ein kleiner Vierzeiler. Oh, Pfirsiche. Du hier? Lass mich runter. Also wirklich. Oh ja, natürlich. Keith, Sardine, wir stecken... Oh, keine Sorge. Ich weiß Bescheid. In Schwierigkeiten. Ihr glaubt nicht, was wir gefunden haben. Ich hab dich gefragt, ob du reden kannst, nicht wahr? Ja, hast du, aber... Darauf lege ich nämlich immer Wert. Weißt du? Ja, alles korrekt. Ich glaub's ja, aber wir haben ein ganz anderes Problem. Wieso? Was ist los? Oh, Mr. Clicky, was machst du denn hier? Wenn ich diesem Aufziehen nichts Nutz in die Finger kriege! Sonnenbraun, bist du verletzt? Nur mein Stolz. Was? Lasst mich das mal machen. Wo ist der? Ich werde dieses nutzlose Stück Blech zerquetschen. Halt! Ich will nur mit dir reden! Tut nicht weh! Gut, ein bisschen vielleicht. Moment! Herr, zu viele Gürtel. Es ist nicht cool, sich an Kleineren zu vergreifen. Er hatte nur eine Aufgabe. Keine Angst, ich beschütze dich. Also damit arbeiten die. Ja, das ist neu und heimtückisch. Diese Fallen sind sehr clever konstruiert. Müssen sie auch sein, für dich zumindest. Damit will man uns gefangen nehmen. Gefangen? Wieso? Ist ein gutes Geschäftsmodell. Meint ihr nicht? Na, ich wusste, dass ihr dahinter steckt. Ha. Erzähl uns noch was. Du erzählst doch so gern. Ihr klaut Essen. Irgendwie, wieso auch immer. Vielleicht, um die Ratten zu füttern, die ihr gefangen habt und die ihr irgendwo versteckt haltet. Und man muss nicht besonders schlau sein, um zu sehen, dass diese Situation eigentlich nur eines erfordert. Abhauen. Auf sie! So wie jetzt. Oh, dachtet ihr etwa, dass nur Malizia diese Geschichte kommentieren kann? Nun, sie denkt, sie wäre die Hauptperson, aber das stimmt nicht. Ein Blick auf den Titel genügt, wenn noch Zweifel bestehen. Ich hasse Katzen! Na los! Serviert auf dem Silbertablett. Befrei mich von diesem Ding da. Ich versuch's. Der Boss wird sehr zufrieden sein. Ich krieg's nicht ab. Und jetzt die Kinder. Los. Bitte sie irgendwo fest. Sieh doch mal, die Ratte. Wieso trägt die einen Hut? Billy, zieh dir das an. Eine Showratte. Oh, jetzt guckt mich nicht so an, als ob ich meine Freunde im Stich lassen würde. Ich bin eine Katze. Und Katzen setzen nun mal Prioritäten. Billy, er wäre gut für den Ring. Und wir nennen ihn Red Esther. Wozu behalten
die uns hier. Normalerweise wird eine Ratte gefangen. Und dann? Was ist so lustig, gefährliche Bohnen? Maurice, ich wusste, du lässt uns nicht im Stich, alter Freund. Ich hab immer gesagt, auf Maurice kann man sich verlassen. Ist doch Ehrensache. Klar, du bist ja schon weggerannt, um uns zu suchen, noch bevor wir gefangen wurden. Und? Hast du einen Plan? Erstmal von hier verschwinden. Hervorragend! Dann lassen wir diese Stadt so weit wie möglich hinter uns. Yes. Nachdem wir Sardinen befreit haben. Den Teil hast du ausgelassen. Ja. Sicher versehentlich. Gehen wir es nochmal durch. Zuerst verschwinden wir von hier. Dann... Mit dem Jungen und dem Mädchen. Sie stecken in einem anderen Keller. Wir müssen sie ebenfalls befreien. Ach, das sind Menschen. Die werden sich sicher irgendwie zusammenraufen. Die kommen schon klar. Wir müssen rausfinden, wo Sardinen hingebracht wurde. Wisst ihr noch, sie erwähnten den Ring. Ich bin mal in so einer Art Scheune gewesen. Da kamen ein paar Männer und bauten eine runde Wand auf, ziemlich groß. Sie nannten das den Ring. Sie hatten eine Kiste mit Ratten dabei. Die setzten sie in den Ring. Und dann haben sie die Hunde reingelassen. Terrier. Die Ratten kämpften gegen die Hunde? Kämpften? Nein. Hauptsächlich sind sie im Kreis gelaufen. Man nennt das Rattenhatz. Wie kommt es, dass wir noch nie davon gehört haben? Weil keine Ratten mehr da waren, die euch davon erzählen konnten. Na dann. Für sicher, gefährliche Bohnen und Maurice, ihr werdet Keith und Malicia befreien. Nahrhaft, Sonderangebot, köstlich in Salzlake, wir retten Sardinen. Man kann seiner Spur leicht folgen. Er hat den ganzen Weg gebullert. Hey, wollen wir das alles nochmal durchgehen, ja? Du hast also nicht sowas wie ein Messer bei dir? Nein. Oder praktische Streichhölzer, um die Fesseln anzukokeln? Nein, entschuldige. Hast du überhaupt nachgesehen? Ja, hab ich. Ich finde mehr und mehr, dass die Handlung dieses Abenteuers schon ein paar ganz schöne Schwächen aufweist. Halten. Oh Mann, langsam ist meine Geduld zu Ende. Und ich würde jetzt mal sagen, das wäre der ideale Zeitpunkt, dass du deine geheimen Superkräfte entdeckst. Oh, tolle Idee. Ah, ja, Ja? Ich fühle... Nö, gar nichts. Bist du dir sicher? Als ich dich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, du musst irgendeine Superkraft haben, die zutage tritt, wenn wir in Gefahr sind. Niemand kann so nutzlos sein, es sei denn zur Tarnung. Nein, ich bin... genau all das, was ein Held nicht ist. Ein Betrüger. Teil einer Rattentrickserei. Alles, was ich kann, ist Musik machen. Und das kann ich... das kann ich tatsächlich ziemlich gut. Aber ich bin kein Held, der sich getarnt hat. Entschuldige, es tut mir leid. Oh. Du bist also der kleine Mann, der weit über sich hinauswachsen muss. Du hättest dir einen anderen suchen sollen. Au! Was zwickt mich denn da? Wir nagen die Fesseln durch. Was? Au! Stillhalten! Gefährliche Bohnen! Pfirsiche! Oh, na bitte! Wer sagt's denn? Sprechende Tiere eilen zur Rettung! Unglaublich! Das ist fast zu einfach. Fast wie bei... Herr Schlappohr. Herr Schlappohr? Was ist mit Herrn Schlappohr? Ach, das sind nur Bücher für kleine Kinder. Da ziehen eine Ratte, ein Kaninchen und eine Schlange durch die Welt und erleben Abenteuer. Sie tragen Klamotten und reden mit Menschen und alle sind lieb und nett zueinander. Sowas von albern. Mein Vater hat mir die immer vorgelesen. Du solltest lieber aufhören. Maurice,
Klar sehe ich heute, wie einfach gestrickt das alles ist. Kein Subtext, keine Sozialkritik. Erna, die Ente verliert einen Schuh? Das soll spannend sein. Es. Hör auf! Was? Du wusstest es. Du hast gewusst, dass es keine Insel der Glückseligkeit gibt. Es gab nie eine. Du hast uns angelogen. Nein, nicht doch, nein. Pfirsiche, ich hab's nicht übers Herz gebracht, es euch zu sagen. Pfirsiche, nicht weinen. Nein! Pfirsiche, Pfirsiche, nein! Pfirsiche, lauf nicht komm zurück! Das ist gefährliche Bohnen, warte! All ihre Hoffnungen zerschlagen. Böse Katze, böse Katze! Oh, ich hasse dieses Gefühl. Dass du was falsch gemacht hast? Nein, dass ich jetzt was Gutes tun muss, um alles wieder hinzubiegen. Etwa überlegen, wie ich euch zwei an den Rattenfängern vorbeikriege. Pfirsiche! Pfirsiche? Sie ist Alan! Pfirsiche, bitte! Lass uns reden! Das Buch ist eine Lüge! Du hast mich angelogen! Das Buch ist nicht wichtig! Entscheidend ist doch, was wir daraus machen! Lass mich in Ruhe! Ach, wir sind hier nicht allein. Würdest du einfach mal stehen bleiben, bis ich bei dir bin? Gefährliche Bohnen? Bohnen? Ich glaube, hier unten ist noch was außer uns. Pfirsiche! Bon Appetit! Hey, das ist diese Katze! Schmeckt denn das letzte Abendmahl? Was? Hey! Was ist das? Töte viel. Klingt ja fies. Was? Wie hast du... Hey, ihr habt unser Gift geklaut! Geklaut? Nein, 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 nein. Wir haben es nicht gestohlen. Nur woanders deponiert. Stell das hin, das ist gefährlich. Und sag mir, wo es jetzt ist. Jetzt, da du es erwähnst, fällt mir wieder ein, der Kater hier hat's in die Zuckerdose getan. Was? Nein! Ja, der Tee hat komisch geschmeckt. Oh, du! Denkt nicht mal dran, uns weh zu tun. Sonst vergessen wir noch, wo das Gegengift versteckt ist. Es gibt kein Gegengift für Töteviel. Sicher gibt es das. Ich kenne ein paar Experten auf dem Gebiet der Rattengifte. Und jetzt sagt mir, ihr habt Ratten lebendig gefangen und in Käfige gesteckt. Wieso? Ich fühle mich ganz furchtbar. Ja, und das ist erst der Anfang. In etwa 20 Minuten wird dein Magen beginnen, sich aufzulösen. Das klingt großartig. Das ist unmenschlich. Nein, das ist sowas von menschlich. Eure Gifte machen das täglich mit Ratten. Nun, erzählt mir von den Ratten in den Käfigen. Zuerst waren es nur ein paar für den Ring. Und? Dann ist daraus ein Rattenkönig entstanden. Ein Rattenkönig? Und der lebt noch? So ängstlich habe ich ihn noch nie gesehen. Ob er noch lebt? Babas ist ein Rattenkönig. Rattenkönige sind tödlich und böse. Ein Haufen Ratten an ihren Schwänzen zusammengeknotet. Und dann... Wir wollten das nicht. Wir haben nur ein paar Ratten in einen Eimer gestopft. Und später, als wir den Deckel aufgemacht haben, war er da. Der Geist dieser Ratten vereinigt sich und bildet eine neue Kreatur. Die erlangt ein Bewusstsein, Macht und hat Gewalt über andere, die sie dann beherrschen und kontrollieren kann. Welch unerwartete Wendung! Ein Rattenkönig. Nein, das ist zu viel. Halt, warte! Wo willst du denn hin? Ich will nur die anderen warnen. Das Gegengift, bitte! Mein Magen fühlt sich an, als
mögen Ratten darin herumwuseln. Nicht, dass ihr es verdient habt, aber ihr werdet das Gegengift unten im Keller finden. Ihr solltet euch allerdings beeilen. Wie viel Gift hat Ihnen Maurice verabreicht? Von dem Abführmittel? Reichlich. Aber die erholen sich schon wieder, wenn sie nicht so viel vom Gegenmittel nehmen. Und was für ein Gegenmittel werden die beiden finden? Noch mehr Abführmittel. Tolle Idee mit dem Abführmittel. Aber ihnen noch mehr davon als Gegenmittel zu geben, also das ist... Clever? Eine erzählerische Meisterleistung? Genial! Das wirklich Geniale ist, dass ich weiß, wohin wir jetzt gehen. Ab in den Wald! Den dunklen Wald? Im Wald sind Bäume und es ist dunkel. Wieso? Na, hör mal. Liest du denn nicht? Es gibt nur eine Möglichkeit, den Rattenkönig zu bezwingen. Eine in der gesamten Literaturgeschichte. Die müssen wir finden, sonst haben wir alle ein Riesenproblem. Was? Die Flöte. Die Flöte des Rattenfängers. Des echten Rattenfängers. Man hört das Wort Rattenkönig und verschwindet schnell. Für immer. Ist doch logisch. Jupp. Ich Glückspilz. Und was für ein Ende für die Geschichte. Der erstaunliche Maurice entkommt ganz knapp mit 6 seiner 9 Leben. Und einem satten Gewinn natürlich. Jupp. Schon praktisch, eine Katze zu sein. Eigentlich ziemlich schade, dass die anderen keine Katzen sind. Hey! Wieso denke ich überhaupt an sie? Ich hab doch kein schlechtes Gewissen. Ich bin eine Katze. Frei, meinen eigenen Weg zu gehen. Auf zu neuen Abenteuern. Ich könnte zur See fahren. Wollte schon immer ein Schiffskater werden. Vielleicht werde ich anfangs seekrank, aber ich gewöhne mich schon dran. Was für eine Wendung. Und es wird noch viel besser. Malicia, du bist seit 3 Tagen da oben. Willst du nicht mal was essen? Ich komm gleich runter, Dad. Versprochen. Also, ganz normal ist das nicht. Wo waren wir? Oh ja, Herr Schlappohr. Rupert Ratte war die tapferste Ratte, die je gelebt hat. Jeder in Pelzigtief sagte das. Also wurde er losgeschickt, um Herrn Schlappohr zu finden. Wenn er gewusst hätte, was ihn erwartete. Kommt, helft mir mal! Sardine ist hier irgendwo. Jungs, wie sieht's aus? Wollen wir? Wir wollen Blut sehen! Bereit für die nächste Runde? Los, Applaus für Jacko! Dann mal hinein! Mit den Ratten! Mal sehen, wie lange sie durchhalten! Warte! Lass den Hund los! Nein! Das ist noch schlimmer, als Maurice erzählt hat! Sardinen ist Hundefutter. Ihr Idioten! Arbeitet zusammen! Ihr könntet diesen Flohsack locker fertig machen! Ja, fix! 6 Ratten in 28 Sekunden! Guter Hund! Als Hauptattraktion haben wir heute einen besonderen Leckerbissen. So eine Ratte habt ihr noch nie gesehen. Wir gaben ihr den Namen Red Esther! Oh, Sardinen! Deine Fans warten schon. Showtime! Und hier kommt der legendäre Champion, Friedrich der Niedliche! Oh.
Ruhe bewahren. Wir machen die Gummibartnummer. Ihr wisst Bescheid. Jeder auf seinen Posten. Die Gummi-Nummi. Was? Du, komm her. Gummiband umbinden. Ich? Aber ich weiß nicht. Los, wird's bald. Okay, alles cool. Please, hey, dass er keine Sekunde durchhält. Auf die. Stepptanz, Stepptanz, ba-ba-ba-ba-ba-ba. Mach schon! Je höher der Druck, desto länger dauert's. Was treibt die Ratte da? Charleston tanzen, oder? Beeilung! Moment! Jetzt oder nie? Hab's gleich. Komm schon! Fertig! Sardinen, ich rette dich! Bei dir anbinden. Ich dachte, ich sollte... Sardinen, wir holen dich hier raus. Hat die Ratte eben gesprochen? Keine Sorge, bleib hinter mir. Pass auf, ich werde dich jetzt... Worauf wartest du noch? Er muss an der richtigen Stelle stehen. Ich weiß, deine Showkarriere beschränkt sich darauf, Ratten zu beißen, die weglaufen. Aber Ratten, die sich wehren, sind was Neues für dich. $15 auf die sprechende Ratte! Na komm schon! Oder bist du ein feiges Huhn? Jetzt pack ihn! Wir sehen uns! Was ist das? Diese Melodie? Entschuldige, ich bin nur nervös. Das Spielen beruhigt mich. Das war hübsch. Sag, kennst du eine Prinzessin oder jemand anderen, in den du verliebt bist, der deine Heldentaten toll finden würde? Ich wüsste nicht wen. Oh, ein Jammer. Sonst hätte aus dir und mir was werden können. Wie könnte ich denn der Richtige für dich sein, wenn da noch jemand anderes ist? Widerstände. Jede Geschichte braucht die. Wenn du das alles für eine andere hättest, dann wäre ich das Mädchen von deiner Nase, die zwar besser zu dir passt, aber du bist blind dafür. Doch am Ende geht dir ein Licht auf, aber da es niemand anderen gibt,
bin ich's wohl nicht. Malizia, das ist keine Geschichte. Das versuchen wir dir dauernd zu erklären. Hör zu, Waisenjunge, der wahrscheinlich ein Feenwechselbalg ist und deswegen so hübsche Musik machen kann. Ich werde dir mal was sagen. Ich kenne das wahre Leben. Ich weiß, dass die Leute mich für albern halten. Aber weißt du was? Wenn du aus deinem Leben nicht eine gute Geschichte machst, dann wirst du nur Teil der Geschichte eines anderen sein. Und was, wenn deine Geschichte nirgendwo hinführt? Das tut sie. Das macht sie immer. Sie muss irgendwo hinführen. Da! Ist wahre Hingabe. Er trägt seine Rattenfängerkluft sogar in seiner Freizeit. Der Kerl ist irgendwie unheimlich. Naja, er hat sich mal wegen einer unbezahlten Rechnung so aufgeregt, dass er alle Kinder einer Stadt in den Wald gelockt hat. Sie sind nie wieder aufgetaucht. Und wieso sagst du das nicht vorher, sondern erst jetzt? Die Originalmärchen sind die besten. Sie sind so wunderbar brutal. Da ist sie. Das ist die Flöte. Gut. Ja, das muss sie sein. Ich wette, damit hat er den ganzen Wald unter seiner Kontrolle. Pfirsiche? 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 Hallo, gefährliche Bohnen. Wo bist du? Zeig dich! Lass mich dich riechen! Ich bin in deinem Kopf. Was? Wie? Siehst du den kleinen Tunnel dort zu deiner Rechten? Geh hinein. Ich bin hier oben, gefährliche Bohnen. Komm zu mir. Wieso? Eine, von der ich glaube, dass du sie kennst, wartet auf dich. Die Nacht hereinbrach, erinnerte sich Herr Schlappohr daran, dass im dunklen Wald etwas Grauenvolles lauerte. Unheimlich. Hallo, gefährliche Bohnen. Woher weißt du, wie ich heiße? Ich kenne dich besser, als du womöglich denkst. Und oh, deine Gedanken zu lesen hilft natürlich. Wo ist Pfirsiche? In Sicherheit. Wo ist sie? In Sicherheit, sagte ich. Sie ist ganz in der Nähe. Du musst keine Angst haben, ganz im Gegenteil. Ich würde mich freuen, wenn du dich mir anschließt. Dir anschließen? Du bist was Besonderes, gefährliche Bohnen. Du hast einen Verstand, der es mit meinem aufnehmen kann, der aufmerksam ist und weise. Ein Verstand, der für viele Ratten denkt, nicht nur für einen.
Oh, ich schicke sie jede Nacht los, um Essen zu stehlen. Die Ratten werden mächtiger, die Menschen schwächer. Das ist die Antwort auf dein Rätsel. Ein Verstand ist nur so stark wie ein Verstand. Und zwei sind so stark wie zwei. Aber wenn du drei zusammen hast, dann hast du auch bald vier. Plus vier sind acht. Und am Ende ist alles eins. Wo ist Pfirsiche? Nein! Hilf mir! Hilfe! Pfirsiche! Pfirsiche, ich bin hier! Hilf mir! Keine Angst, alles wird gut. Ich bin ja da! Ja, du bist hier. Tja, wir wollen dasselbe, du und ich. Wir haben Pläne. Wir wollen, dass die Ratten über die Menschen triumphieren. Ich habe einen anderen Traum. Ich möchte, dass Ratten und Menschen zusammenleben können in Frieden, Respekt und Harmonie. Wie in einem Märchen? Ja, ganz genau wie in einem Märchen. Aber eines, das ein gutes Ende hat. Miau. Oh, du willst dich freikaufen? Das trifft's nicht. Maurice! Nein, Maurice. Ach, du dumme Katze. Gehen wir. Dämliche Ratte, dämliche Ratte, dämliche Ratte. Ich kann dich zwingen, dass du dich mir anschließt. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Du passt da nie durch. Ich bin eine Katze. Wenn der Kopf durch ist, rutscht der Rest nach. Wie wollt ihr fliehen, wenn ich in euren Köpfen bin? So geht's. Eine Katze landet immer auf ihren Füßen. Ah, Maurice! Der erstaunliche Maurice. Wir müssen weg von hier. Raus aus der Stadt! Schnell! Was ist mit Kies und Malizia? Wir haben es mit einem Rattenkönig zu tun. Nein! Was soll denn das okay, sein? Okay, die können nachkommen. Ich lenke ihn ab, du schnappst dir die Flöte. Was? Er schläft doch ganz tief. Dann ist meine Arbeit schon erledigt. Ich weiß nicht, Mama, ich... Ohoho, ist das so? Ja, das ist so. Ansonsten habe ich das hier und ich werde es benutzen. Das ist eine Gabel. Klar, ein Messer wäre zu scharf, um es in der Tasche zu tragen, also habe ich logischerweise eine Gabel dabei. Haben Sie wirklich alle Kinder einer ganzen Stadt entführt? Von dem Gerede über mich stimmt nur die Hälfte. Na, das beruhigt mich. Nein, er sagte nicht, welche Hälfte. Kluges Kind, du kommst zuerst in den Ofen. Oh, oh, damit ist klar, welche Hälfte. Raus zum Ofen, und zwar beide.
Ich glaube, er hat uns. Was? Der Ofen. Lieber Hänsel und Gretel. Jetzt müsste eigentlich jemand, den wir fast vergessen haben, auftauchen. Ganz überraschend, um eine Schuld zu begleichen und uns zu retten. Sieht so aus, als hätte deine Geschichte kein Happy End. In dem Fall, Keith, wäre das der perfekte Augenblick, um mir zu gestehen, was du wirklich für mich empfindest. Was ich wirklich für dich empfinde? Meistens bist du eine Nervensäge. Wird es uns gelingen, den bösen Rattenkönig zu besiegen? Wir müssen uns beeilen! Wozu die Aufregung? Ein Rattenkönig muss doch nichts Schlechtes sein. Ist es aber, glaub mir! Wir müssen abhauen! Tempo! Beruhigt euch erstmal! Bitte! Ruhe! Ich versuche zu denken! Eine Ratte kann denken, ja. Aber viele Ratten sind einfach nur ein Riesenvieh mit vielen Beinen ohne Verstand. Sobald es knifflig wird, sind wir eben nur Ratten. Wenn es dich tröstet, ich bin nur eine Katze. Oh, du bist nicht nur eine Katze, Maurice. Wir haben uns doch immer gefragt, was mich verwandelt hat. Denn ich habe ja nie irgendwas von der Zaubermüllkippe gefressen. Und? Ein Rätsel. Das, ich mal auflösen sollte. Kanntet ihr mal eine Ratte? Recht groß, mit nur einem Ohr und mit einem niedlichen kleinen Sprachfehler? Klingt nach Konservierungsstoffe, oder? Oh nein. Okay, okay. Ja, ich hab ihn gefressen. Ich hatte noch nicht gelernt zu denken. Ich hatte Hunger. Ich habe ihn gefressen und das hat mich auch verwandelt. Ich geb's zu, aber ich kann nichts dafür. Ich war doch nur eine Katze. Tut es dir leid? Leid? Katzen tut nie etwas leid. Sie bereuen nie was. Aber bei mir ist das anders. Dann ist es ja gut. Denke ich. Jo, Maurice! Hilf mir mal! Los, hauen wir ab. Auf Nimmerwiedersehen. Was ist denn? Da! Hallo! Ah, Rückzug! Sofort umkehren! Lauft nicht weg! Ihr seid gerade erst gekommen! Hör auf mit der Maskerade! Los, zeig dich! Oh, du willst mich also sehen? Na gut, hier bin ich. Siehst du mich nun, weiße Ratte mit dem vernebelten Blick? Na, und wie du mich siehst.
Und jetzt komm zu mir, meine kleinen Häschen. Keine Ahnung. Viel zu tun? Nein, strengt euch an. Ihr müsst dagegen ankämpfen. Ist zu stark. Maurice, du kannst fliehen. Nein, nein, ich bleibe hier und helfe meinen Freunden. Nein, es wäre besser, wenn du entkommst. Was? Und Hilfe holst. Aber wir rechnen dir deinen Edelmut hoch an. Aber ich... Sein flauschiger Schwanz ist wohl das Letzte, was wir je von ihm sehen werden. Yep. Wiedersehen. Und tschüss. Entschuldigung, kann's jetzt weitergehen? Schön. Kommt zu mir! Maurice! Keith! Wir haben die Schulter des Rattenfängers und sind auf dem Weg in die Stadt. Gut! Ich suche nach Keith und Malicia, damit sie gegen den Rattenkönig kämpfen! Ja! Los, los! Genau! Los, los! Okay, ciao! Sowas kann im Eifer des Gefechts schon mal vorkommen. Ja, ist nie passiert. Einfach nie mehr darüber reden mit niemandem. Geht klar. Also, nochmal von vorn. Maurice, wir haben die Flöte. Der Rattenkönig geht zum Angriff über. Folgt mir! Gemeinsam werden wir stark sein! Ich hab dich! Dein Angebot klingt interessant, aber was ist mit denen, die nicht stark sind? Oh, köstlich! Das kitzelt! Wirklich köstlich! Die Schwachen werden gefressen! Das war schon immer so! Ah, jetzt kommt Klarheit in die Sache. Nein! Bekämpft ihn! Es geht um unser Leben! Unsere Zukunft! Ja, kommt nur! Ich habe große Pläne! Du hast nur Pläne! Aber ich habe Träume! Du widersetzt dich! Entschuldigung! Wer ist das? Hier drüben! Die Tochter des Bürgermeisters, das törichte Kind. Würdest du bitte mal still sein? Was? Deine Stimme ist so laut. Also halt die Klappe. Ich kann die Musik gar nicht hören. Die Musik? Ganz recht. Musik. Eine Ansammlung tonaler Vibrationen von unterschiedlicher Länge, arrangiert in einer ansprechenden, um nicht zu sagen unwiderstehlichen Reihenfolge. Malicia, bist du sicher, dass das funktioniert? Natürlich. Wirst schon sehen. Menschen! Menschen! Das Unglück dieser Welt! Menschen haben uns gefoltert, vergiftet, getötet. Und all das hat sich nun manifestiert. In mir. Wir müssen aber Seite an Seite mit den Menschen leben. Sie fangen und hetzen uns zu ihrem Vergnügen. Wir werden sie lehren, das, was wir sind, zu respektieren. Sicher werden sie das, weil sie uns fürchten werden. Keith! Wieso hat's nicht geklappt? Keith, das ist dein großer Auftritt. Und nun setz das ein, was du gelernt hast. Aber ich hab doch gar nichts gelernt. Schnapp ihn dir. Okay.
Oh nein! Hilfe! Sardinen! Nicht! Ich verbeuge mich ein letztes Mal! Und wir würden gemeinsam über diese Rattenwelt herrschen, richtig? Es wäre eine Kooperation. Ja, klar. Du kooperierst, er regiert. Oh, kluge Katze. Dieser dumme Junge macht mich allmählich unglaublich wütend. Du solltest wirklich damit aufhören. Du weißt offensichtlich nicht, wie ein ordentlicher Showdown für den Bösewicht endet. Du gehst da! Malizia! Du redest zu viel! Wo waren wir stehen geblieben? Ah ja. Schließt euch mir an! Malizia! Oder? Keith! Tut mir leid, das mit der Flöte klappt nicht. Es liegt nicht an der Flöte, Dummerchen. Hä? Spiel einfach. Okay. Los, Gerke! Niemals! Dann fühle meinen Schmerz. Nein! Ich. Was geschieht hier? Was soll? Wo wollt ihr hin? Nein! Genug! Es reicht! Oh, das ist so wunderschön! Süße Musik! Süße Musik! Alle mir nach! Kommt! Da hat wohl jemand seine geheime Superkraft entdeckt. Das ist sowas von eklig! Gut gespielt, Rattenfänger. Gut gespielt. Doch deine Musik kann mich nicht brechen! Nun komm, gefährliche Bohnen. Es ist soweit. Oh nein! Du bist nichts als Dunkelheit. Und du bist nichts als eine Ratte. Ich bin mehr als eine Ratte. Wäre ich nicht mehr als eine Ratte, dann wäre ich gar nichts. Dann sei gar nichts. Maurice, mein Freund. Vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, nur eine Katze zu sein. Seht ihr? Der erstaunliche Maurice, also ich, wollte schon seit Monaten eine richtige Katze sein. Es fließt so viel aufgestaute Kampfeslust und Ruchlosigkeit meiner Vorfahren durch meine Adern, dass meine Krallen Funken schlagen. Der Rattenkönig setzt all seine Macht ein. Genug, um einen Tiger zu erledigen. Aber jetzt hat diese ganz besondere Katze für wenige Sekunden die Kraft, einen Tiger zu bezwingen. Und
zwar ganz allein. Versucht. Gefährliche Bomben. Die Knochenratte, auch bekannt als der grimme Quieker. Du kommst wegen gefährlicher Bohnen, nehme ich an. Nein, nach all der Mühe? Nur über meine Leiche. Alles klar, Verehrterster. Dann sag mal was. Ich gebe dir eine Chance. Lass deine Krallen von meinem Assistenten Morris. Das heißt Maurice? Ja, natürlich, Mr. Toad. Jederzeit, Sir. Schön, dich wiederzusehen, Morris. Hallo, Sir. Ja, ich freue mich auch. Wie viele Leben hast du jetzt noch übrig? Mal nachdenken. 6, Sir. 6. Definitiv noch 6 Leben, Sir. Aber du wurdest doch erst letzten Monat von einer Kutsche überfahren, nicht wahr? Oh, das, Sir? Nein, die hat mich ja kaum berührt. Ich habe nicht mal einen Kratzer abbekommen, Sir. Ach ja? Oh, ja, schon klar. Also nur noch 5 Leben, Morris. Sir, bitte, nehmen Sie mir 2 davon. Ich gebe gern eins meiner Leben im Austausch für das dieser tapferen kleinen Ratte. Äußerst unkatzenhaft von dir, Morris. Du erstaunst mich. Also, ich bin auch ziemlich schockiert, Sir. Es ist nur, er ist was Besonderes. Weise und inspirierend. Dein Wunsch wird dir erfüllt. Wegen 2er Leben kamen wir und 2 nehmen wir. Das Gleichgewicht bleibt gewahrt. Danke, Sir. Oh, Sir. Ich werde mich doch an nichts erinnern, oder, Sir? Weil das wäre mir doch ziemlich peinlich. Natürlich nicht, Morris. Ah! Bohnen! Bohnen! Bitte sag doch was! Bohnen! Bleib bei mir! Bohnen! Ich dachte, ich hätte dich verloren. Ja, so sah es wohl aus. Was? Wie schön, dass du wieder da bist. Du bist wieder da. Gefährlich. Wir haben uns riesige Sorgen gemacht. Hey! Ja? Naja, das Paar in der Geschichte küsst sich doch immer am Ende, wenn alles um sie herum feiert. Aber das ist das richtige Leben. Und eine Geschichte. Unsere Geschichte. Na, wenn das so ist. Schnurrst du etwa? Und so hat Ratte Rupert alle gerettet. Und Herrn Schlappohr noch dazu. Gut gemacht, Ratte Rupert! Riefen alle aus Pelzig tief.
Und so endet die Geschichte von Herrn Schlappohr. Aber ihr fragt euch vielleicht, wie nun unsere Geschichte endet. Tja, am Ende geht's in unserer Geschichte nur um... Ratten! Ihr habt Ratten! Rat Blinz ist inzwischen eine Touristenattraktion. Tada! Die Menschen kommen von weit her, um uns zu besuchen. Und sie kaufen Souvenirtassen, Plüschtiere und andere Dinge, die überhaupt keinen Nutzen haben, außer um sie zu Hause irgendwo hinzustellen. Ganz frisch reingekommen. Die Hungersnot ist vorbei. Und alle haben wieder genug zu essen. Und einmal am Tag kommt der Rattenfänger. Der Keith heißt und ziemlich gut küssen kann. Er spielt auf seiner Flöte, während die Ratten zu seiner Musik eine Polonaise tanzen. Ach, Mr. Clicky, mein Bester, wie geht's der werten Familie? Die Ratten haben ihre eigene kleine Stadt. Sie dürfen umsonst die Bibliothek benutzen. Und ihre Rattenkinder schicken sie sogar in die Schule. Man kann sagen, die Nagetiere leben glücklich und zufrieden in Eintracht mit den Menschen. Genauso wie Pfirsiche es sich einst erträumt hatte. All das ist letzten Endes Maurice zu verdanken. Dem erstaunlichen Maurice und seinen belesenen Nagetieren. Aber hauptsächlich mir. Miau.